Hallo, schön, dass du da bist, Lea Hallo. Katharina. ja, kannst du dich und deinen Beruf einmal vorstellen? Also, hallo alle zusammen, ich bin die Lea. Ich komme aus dem schönen Tübingen und ich bin Musicaldarstellerin auf einmal Ja, geworden. sehr cool. Genau, wir werden dich ja noch ein bisschen näher kennenlernen, wie du da hingekommen bist und wie das dann alles so ja, funktioniert hat. Genau, dann hatten wir ja eben schon so privat ein bisschen über den Alhoba-Podcast gesprochen, denn da gibt es immer ja, die Playlist, wo sozusagen jeder, der dann Gast ist, ja, einen Song hinzufügen kann. Und zwar geht es halt darum, ja, welcher dich zum Beispiel jetzt gerade aktuell beschäftigt oder ja, den du gerade aktuell hörst. Also irgendein Song. Also tatsächlich, zurzeit befasse ich mich gerade voll mit dem neuen Beyoncé-Album. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt. Nee, Habt ihr noch das schon nicht. gehört? Ich glaube auch nicht. Ich muss aber warnen, ich bin jetzt nicht der größte Fan und ich habe das erste Mal so ein bisschen reingehört und ich dachte so, oh, irgendwie ist es komisch. Dann habe ich aber ein zweites Mal reingehört, wo ich mehr Zeit hatte. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, ah, okay, der Song ist irgendwie cool, der ist irgendwie auch cool und der ist auch cool. Und jetzt habe ich irgendwie gemerkt, ich höre die voll gerne. Also tatsächlich würde ich da von dem Album, würde ich glaube ich Two Hands to Heaven nehmen. Das ist so ein Ja. bisschen so balladenmäßig. Ist Ist ganz das geil. jetzt dieses Country-Album? Ja, genau, aber die Ah, Hälfte der okay. Songs hören sich gar nicht wie Country an, also darauf braucht man jetzt nicht hoffen. Mega gut. Aber den Song mag ich gerade voll und den höre ich echt oft an. Und ich versuche die ganze Zeit auch ein bisschen zu verstehen, um was es da geht. Weil die Lyrics sind ja manchmal bei ihr auch ein bisschen so, wo man denkt, so, was meint ihr jetzt damit? Aber je öfter ich den höre, desto mehr finde ich den irgendwie geil. Der Refrain ist irgendwie total cool und ja, den höre ich mega gerne gerade. Ja, Ja. sehr schön. Dann kommt er auf die Playlist. Ich Sehr cool. hoffe, Der nächste Song. oh Gott. Überlegt, die hören sich den jetzt an und denken, um Gottes Willen. Macht gar nichts. Ja, wie du ja eben schon so ein bisschen gesagt hast, kommst du eigentlich ursprünglich, deswegen fangen wir mit der ersten Frage an, ja eigentlich aus dem Tanzbereich. Zumindest war das das, was du, ja, mit dem du angefangen hast. Wie bist du denn dazu gekommen und ja, was macht Tanzen für dich aus? Also eigentlich kann ich mich nicht mal mehr daran erinnern, wie ich dazu gekommen bin, weil das war schon immer da. Das ist immer so die Klischee-Antwort, ich weiß. Aber tatsächlich ist halt so, mit 4 Jahren hat meine Mama mich zum Kindertanz, also zur tänzerischen Früherziehung geschleppt. Und seitdem habe ich halt nie wieder aufgehört. Das heißt also, eigentlich seit ich denken kann, war das schon immer da. Deswegen Okay. könnte ich jetzt nicht sagen, ich hatte jetzt irgendwann die Entscheidung getroffen, dass ich jetzt zum Tanz gehe oder so. Das gab es gar nicht. Also es war halt einfach schon immer. War schon immer irgendwie in meinem Wochenplan drinne. Jetzt ist es jeden Tag drinne. Also passt. Cool. Mega gut. ja, und was es für mich ausmacht, also ich glaube, das Besondere daran, wo ich halt sage, dass es Tanz für mich so ist, einfach, dass es so vielfältig ist. Man kann da so viel mitmachen. Also am Anfang war mir das gar nicht so bewusst, dass wenn ich jetzt mit Tanzen anfange, dass es da so viele Möglichkeiten gibt, erstens damit zu arbeiten, überhaupt so viel verschiedene Stile zu lernen. Also da, und für jeden Stil gibt es neue Bereiche, wo man irgendwie was Neues entdecken kann. Und für mich macht das Tanzen einfach echt das aus, dass das so vielfältig ist. Also da findet, wie in jeder Kunst, habe ich so das Gefühl, findet jeder so seine Nische, wo er so reinpasst. Ja. Genau. Und dann aber auch, je länger man das macht, findet man wieder neue Ecken, wo man dann nochmal neu reinpasst. Und gerade das, finde ich, macht dann dieses ganze Spektrum Tanz so groß, was es halt für mich ausmacht. Dass man halt, wie so, guck mal, eigentlich auch fast schon wie so eine Beziehung. Dass man sagt, naja, bei einer Beziehung ist es ja auch so, ne? Man hat so gewisse Parallelen, es gibt aber auch Seiten, wo man sich vielleicht unterscheidet, wo man so, ja, einfach neue Sachen über sich lernt. Und so habe ich das Gefühl, ist das mit Tanz auch. Ja, okay. Genau. Ja, Ja. sehr, sehr Ja, schön. Du hast mega. ja auch 2022 hattest du dein erstes Engagement bei The Rocky Horror Show. Und wir haben ja schon mal ein Interview mit dir geführt bei Robin Hood. Und da hast du uns verraten, dass du schon immer so ein bisschen gesungen hast. Und getanzt hast du ja auch schon immer, haben wir gerade gehört. Aber wie ist das denn mit den Schauspielern? Hast du das extra für dein erstes Engagement gelernt? Oder, also, weil du bist ja jetzt zum Beispiel auch Cover Marion und schauspielerst ja sehr viel. Wie ist das da so? Also ich musste das jetzt nicht extra lernen oder so. Also ich habe
Tatsächlich war das auch gar nicht meine Entscheidung. Also im Endeffekt lief das so ab, dass ich mich halt für diese Ensemble-Position beworben hatte. Und damals, als die Ausschreibung draußen war, stand da eigentlich nur dran, ja, dass noch Tänzerinnen fürs Ensemble gesucht wird, wo man dann immer wieder quasi auch im Chor Harmonien mitsingen muss. Und dann dachte ich halt, okay, weil ich eben 22 das erste Mal Rocky Horror Show gemacht habe und da das genau so war, da war ich quasi hauptsächlich Tänzerin und habe aber dann in den Songs bei den Refrains zum Beispiel immer Harmonien mitgesungen, dachte ich, ah ja, okay, das kenne ich schon, da bewerbe ich mich jetzt einfach mal drauf. Und das war eigentlich so mein Grundgedanke, dass dann da jetzt aber so viel draus entsteht, habe ich eigentlich gar nicht, also war gar nicht meine Absicht, sagen wir es mal so. Also hattest du irgendwie nie Schauspielunterricht oder sowas? Tatsächlich nicht, nee. Nicht. Und Okay. das Interessante war dann aber, dass das eben halt von Spotlight Musicals aus dann so kam, dass die halt irgendwie gesehen haben, okay, da könnten wir aber mal was versuchen. Und tatsächlich war das dann nach meiner Audition auch recht fix so, dass ich dann einen Anruf bekommen habe und dass es dann eben hieß, dass noch eine Coverposition offen sei. Das sei dann aber für mich sozusagen als Notfallcover erstmal zu handeln, weil ich ja quasi auch gar nicht ausgebildet bin. Also es war so ein Deal, so du kriegst jetzt mal das Cover. Ich musste aber trotz alledem natürlich auch Videos dahin schicken, wo ich singe und wo ich eine Szene mache, bevor quasi das Angebot dann kam. Und dann hieß es, okay, wir machen das, das gefällt uns gut, aber dadurch, dass wir jetzt halt noch nicht wissen, wie es ist, mit dir zu arbeiten, weil wir dich nicht kennen und ja, weil wir halt wissen, okay, du bist eigentlich Tänzerin. Lass uns das doch einfach mal probieren. Wir geben dir jetzt keine fixen Shows, aber du kannst mal eine Rolle erarbeiten und kannst mal Proben haben und kannst mal gucken, wie sowas abläuft. Und ich direkt so, oh Gott, hab Panik gekriegt und war so, ach du Scheiße, was bin ich da reingeraten so? Und hab dann aber gleich gesagt, ja, okay, machen wir. Hab dann aber schon auch ein bisschen Bammel gekriegt und ich war echt auch richtig ungläubig. Also, als die dann auch so gesagt haben, ja, und deine Stimme, das machen wir, das ist richtig gut, dann war ich so ungläubig, dass als der Vertrag dann kam, ich als erstes nur aufgemacht habe und geguckt habe, ob da überhaupt die richtige Lea steht, ob die mich irgendwie verwechselt haben. Weil ich so echt nicht klargekommen bin damit, weil ich dachte, die verarschen mich doch, die verwechseln mich, das kann gar nicht sein. Und so kam das. Und so hatte ich dann quasi in den Proben auch meinen ersten Schauspielunterricht. Also das war quasi so ein Miteinander. Ja. Ja, okay. Und wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, sich beim Theaterstück zu bewerben? Du hast ja gesagt, bei The Rocky Horror Show war jetzt eine Tanzstelle ausgeschrieben, aber du hast Genau. ja vorher nicht im Theater oder sowas als Tänzerin gearbeitet. Wie kam es dann, dass du gesagt hast, okay, jetzt, das ist ein Theaterstück, aber da möchte ich mich bewerben? Also tatsächlich, im Endeffekt habe ich mir da gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ich habe einfach nur die Ausschreibung gelesen und gelesen, da steht halt Tänzer mit guten Gesangsfähigkeiten. Und da habe ich halt gedacht, okay, das meine Einschätzung, okay, gute Gesangsfähigkeiten würde ich sagen, treffen zu. Und das war tatsächlich auch gar nicht als Theaterstück ausgeschrieben, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich glaube, da stand schon Musical. Und deswegen war ich da jetzt nicht abgeneigt, weil wenn da jetzt wirklich Theaterstück stehen würde, dann würde ich mich, glaube ich, nicht bewerben, weil, wie gesagt, ich sehe mich selber momentan quasi als Darstellerin, nicht mehr nur als Tänzerin, sage ich mal, oder was heißt nur, aber ich sehe mich nicht mehr einseitig als Tänzerin, sondern ich sehe mich mittlerweile echt auch als Sängerin und Schauspielerin, aber trotzdem mit einem großen Unterschied, weil ich bin im Tanz trainiert. Also ich bin trainierte Tänzerin, aber ich bin noch nicht trainierte Sängerin oder trainierte Schauspielerin. Daran arbeite ich halt quasi gerade. Und wenn da jetzt wirklich stehen würde, Theaterstück, dann wäre ich, glaube ich, vorsichtig. Weil, ja, also ich will da auch einfach der Kunst gegenüber quasi und auch dem Lernprozess gegenüber einfach fair bleiben, weil ich eben aus dem Tanzbereich weiß, wie viele Jahre von Arbeit dahinter stecken, um zu sagen, ich bin Tänzerin, weißt du? Und dann war ich so, ich traue mich noch gar nicht richtig, das dann so zu sagen, ich bin Sängerin, ich bin Schauspielerin, weil ich da noch gar nicht so viel Unterricht und Erfahrung einfach habe. Ja. Wenn Also da ich jetzt. finde es halt voll schön,
dass du die Möglichkeit bekommen hast, sozusagen, dass Podleg gesagt hat, hey, ich gebe dir eine Möglichkeit, weil so hast du ja sozusagen auch neue Fähigkeiten und sagen neue Möglichkeiten bekommen, dich auch anders kennenzulernen und auch andere Seiten darin zu sehen und zu sagen, hey, ich kann meine Rolle einfach spielen, so. Ja. Total. Also ich bin da auch so blauäugig rangegangen. Also ich habe ja auch wirklich keine Ahnung gehabt, wie bereitet man sowas vor. Also ich wusste es wirklich nicht. Ich kann mich erinnern, als ich das dann unterschrieben hatte, da habe ich dann mit einer Kollegin aus Rocky Horror Show, mit der Karin Müller, habe ich dann einen Zoom-Call gemacht und wir haben das einfach mal durchgelesen. Wir haben das einfach mal nur durchgelesen und ich habe mit ihr einfach darüber gesprochen und mehr habe ich gar nicht gemacht. Also ich kam dann dahin, ich habe dann zwar alles auswendig gelernt, aber ich habe jetzt noch nicht drüber nachgedacht, okay, was will ich eigentlich damit sagen oder wie ist das wohl angelegt? Darüber, über solche Sachen habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Einfach, weil ich es aber auch gar nicht kannte. Also ich war so, ja, blauäugig und unerfahren, dass ich gedacht habe, naja, ich gehe jetzt da mal hin und höre mir das halt einfach an. Und dann Ja. durfte ich halt coolerweise, durfte ich dann auch im Sommer immer wieder bei den Proben von quasi der First Cast Marion dabei sein und einfach mal zugucken. Und das war für mich schon, dass ich gesagt habe, ich brauche eigentlich, also mein Gedanke war, ich brauche die Show eigentlich gar nicht unbedingt als Marion spielen, sondern für mich war das Goal einfach schon überhaupt so viel zu lernen und so viel zu erfahren, dass ich gesagt habe, alles, was jetzt noch kommt, kommt quasi on top. Also, ob ich das jetzt spiele oder nicht, ist gar nicht mal in meinem Kopf dieses Ziel, sondern es war einfach für mich das Ziel, was Neues zu lernen und wieder Schüler zu sein und zu sagen, geil, so, jetzt fühle ich mich mal wieder wie ein blutiger Anfänger, weil ich weiß, was ich da mache. Und dann gucken wir mal, wie es halt läuft. So, Das ist genau. voll die schöne Einstellung. Weil viele haben ja, die gehen an irgendwas ran und die wollen direkt immer das Beste und das Höchste und das Tollste und so. Und ich finde das richtig toll, dass du gerade sagst, ja, ich wollte das einfach machen. Mir war es jetzt egal, ob ich Marion spiele oder nicht. Einfach dieses neue Lernen und auch vielleicht neue Kollegen oder was da in dem Fall noch war, alles neu, neue Stadt und so weiter, ist halt, ja, ist Aber richtig schön, diese Aussage. ja, voll, also da stimme ich auch total zu. Allerdings will ich da mich jetzt gar nicht irgendwie gegenüber anderen oder so jetzt anders darstellen und sagen, oh, ich habe das jetzt einfach mal so gemacht, sondern im Tanz wäre ich auch so. Im Tanz wäre ich auch so und würde direkt auch sagen, oh, da will ich richtig abliefern, da will so, ne? Ja, Also verstehe ich. das habe ich schon auch in mir, aber einfach weil ich halt vom Schauspiel und Gesang noch nicht so viel Ahnung hatte, muss ich da gezwungenermaßen einfach anders rangehen. Wenn es jetzt was wäre wie Tanz, wo ich auch, okay, schon herkomme und weiß, um was es da geht, dann hätte ich den Gedankengang wie jeder andere Musical-Darsteller natürlich auch. Ja, verstehe ich. Ja. Aber dann ist es doch auch schön bestimmt, wenn du mit so viel erfahrenen Kollegen zusammenarbeiten kannst. Ja, hey, also so, ich kann mir das gut vorstellen, wenn man, sage ich jetzt mal, du hast ja eben gesagt, als blutiger Anfänger, wenn man da so reinkommt und du hast halt Kollegen, die Schauspiel und Gesang schon ewig machen, dass man da sich so ein bisschen wie das Küken fühlt, aber trotzdem unterstützt wird. Ja, total. Also ich muss schon auch sagen, dass es halt super spannend war für mich jetzt auch die Zeit, in der ich reingekommen bin, dass ich so viele verschiedene, zum Beispiel Marions für die Coverrolle, wo ich ja da jetzt bin, gesehen habe. Also das war gleichzeitig, also wenn man sich das jetzt so vorstellt, war das echt, dass ich so zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort irgendwie war, weil ich habe so viele verschiedene Darstellerinnen in der Rolle sehen dürfen, dass es für meinen Lernprozess gefühlt, glaube ich, auch schneller ging zu verstehen, was macht es aus, dass ich die Rolle dann zu meiner Rolle mache oder wie viel von mir gebe ich da rein, weil ich konnte das dann anhand der anderen Darstellerinnen total sehen, wie unterschiedlich die sind. Und als ich mir das durchgelesen habe, wieder quasi drauf schließend, was ich vorhin gesagt habe, wo ich das einfach nur durchgelesen habe und mir gar keine Gedanken gemacht habe, wie kann ich was sagen oder was bewirke ich damit, hat mir das dann total geholfen zu sehen, ah, okay, krass, ah, die sagt das so. Ah ja, okay, und das macht jetzt dann wieder im Umkehrschluss damit Sinn und deswegen spielt sie das so und so. Also das war halt total interessant für mich zu sehen. Ja, glaube ich. Ja. Ja, Voll voll. schön. Also vor allem finde ich halt auch dieses einfach drauf einlassen, manchmal ohne dass man weiß, was kommt, ist ja oft auch so ein, ja cool, ich gucke einfach mal, was kommt. So, weil das ist, glaube ich, auch so eine Sache, finde ich, die ja manchmal im Berufsleben auch gar nicht so stattfinden kann, weil man ja vieles einfach schon kennt. Und wenn man dann einfach so reinhüpft, so als Neuanfänger, dann kann man halt erstmal neu drauf gucken, so. Weißt du, man ist nicht schon vorbereitet, wie du halt erzählt hast. Ich finde, das ist halt das Spannende,
einfach auch da, wie gesagt, seine Entwicklung irgendwie so zu beobachten. Und ich glaube, das ist mega cool, wenn man halt einfach wachsen kann als Person sozusagen, also als Künstlerin, aber auch mit der Marion so mitwächst. Also ich kann mir das voll gut vorstellen. Und es stimmt auch, was du sagst, weil jetzt zum Beispiel, wo ich in Hameln das ja spielen durfte, da war es für mich auch total interessant zu beobachten, wie war meine erste Show dort und wie war dann die letzte Show Ende Dezember. Also auch, wie du gesagt hast, mit der Rolle wachsen war auch nochmal total die neue Erfahrung für mich. Also es war sowieso echt, wenn ich jetzt so zurückdenke, war das eh total verrückt, wie das alles so gekommen ist. Weil ich hätte es jetzt natürlich, weil ich mit der Einstellung reingegangen bin, okay, ich spiele gar nicht unbedingt eine Show, war das für mich total überwältigend, dann auch noch mit dieser Rolle eine Zeit lang gehen zu dürfen. Und das dann quasi mehrere Shows zu spielen und zu merken, ah, okay, jetzt beginnt so dieser Prozess, wo man dann merkt, okay, es entwickelt sich weiter und ich entwickle mich vor allen Dingen auch mit weiter. Voll Ja. schön. Ja, voll cool. Ja, genau, jetzt kommen wir nochmal zur dritten Frage. Das heißt, wir kommen nochmal zum Tanzen zurück, denn du hattest ja bei unserem Podcast, oder nicht Podcast, sondern bei unserem Interview schon erzählt, dass du ja auch mit dem Tanzen so ein bisschen angefangen hattest bezüglich deines Rückens, also dass du da ja nochmal bezügliche Übungen gemacht hast. Sind die mittlerweile schon besser geworden, die Probleme damit? Also konnte das was bewirken? Tatsächlich hatte ich diese Probleme, hatte ich ja vom Turnen, als ich einfach Teenager war. Weil ich habe Ah. quasi auch mit, ich weiß nicht, da war ich vielleicht ein, zwei Jahre älter damals, vielleicht mit 5, 6 oder so, habe ich noch mit Leistungsturnen angefangen. Und als ich dann jünger war, war ich öfter quasi im Turnen wie im Tanzen. Das habe ich beides immer parallel gemacht. Und dann wurde ich aber älter und dann hatte ich ziemlich Bandscheibenprobleme eben. Und ab dem Moment, wo ich dann gemerkt habe, okay, das Turnen, das funktioniert mit meinem Körper nicht mehr, ist das Tanzen umso, sag ich mal, ja, wichtiger für mich geworden, weil irgendwann ist das Turnen weggefallen und dann kam immer mehr Tanz dazu. Obwohl das davor jetzt auch nicht wenig war, aber ich würde sagen, so vergleichsweise war das Turnen eher so, Tanzen hier und dann ist halt das Turnen weggefallen, aber das Tanzen ist nicht da geblieben, sondern es wurde halt mehr. Und diese Schmerzen, die ich da eben halt hatte, das war einfach vom Turnen. Das war einfach, weil diese ganzen, ja, wenn man da, weißt du, am Boden ist, so mit, also nicht am Boden sein, so quietschig, sondern wenn man da halt zum Beispiel die Disziplin Bodenturnen hat, da schmettert einfach da die Schwerkraft auf den Körper ein und das ist halt, ja, ist halt, wenn man so jung ist vor allen Dingen und so viel dann macht, ist das einfach nicht so gesund für den Körper. So. Und dadurch, dass das dann halt in meiner Teenagerzeit einfach nicht mehr funktioniert hat, musste ich dann einfach umpolen. Und dann, ja, jetzt mittlerweile muss ich sagen, spüre ich davon fast gar nichts mehr. Weil jetzt habe ich ganz andere Muskeln aufgebaut. Es ist ganz anders verteilt. Die Belastung ist eine ganz andere. Und ja, Ja, es genau. ist doch schön. Sehr, Ja. sehr schön. Toi, Ja. toi, Weiter so. toi. Ja, aber ja, zählt. Aber hast du durch das Tanzen, sage ich mal, auch deinen Körper so ein bisschen besser kennen und lieben gelernt? Weil es ist ja schon eine Sportart, wo du ein Körpergefühl haben musst. Und hat das so eine Auswirkung darauf, wie man sich selber im Körper fühlt? Ja, also ich würde schon sagen, dass, also klar, natürlich, weißt du, sobald man halt irgendwie einen Sport macht oder so, entwickelt man ja auch irgendwie einen anderen Blick auf sich selber. Und mein Gefühl für meinen Körper ist auf jeden Fall anders. Also ich würde gerade was Tanz angeht, schon immer sagen, dass ich mich immer total in meinem Körper fühle. Also schwer zu beschreiben, aber manchmal zum Beispiel, wenn ich Leute anschaue und die gar nicht unbedingt tanzen, sondern einfach random jetzt Leute anschaue, dann sehe ich manchmal, ob die Leute so in ihrem Körper sind oder ob die so wie gefühlt neben sich stehen. Wisst ihr, was ich meine? Und dann hat es gar nichts damit zu tun, ob der jetzt sich schön bewegt oder nicht, sondern ob einfach die Dinge, die er tut, die Art und Weise, wie er steht oder wie er seine Arme hebt, ob das aus seiner Mitte kommt oder nicht. Und ich finde, das ist das, also das Ausschlaggebendste, was ich so durch Tanz und Körpergefühl gelernt habe, ist wirklich in meinem Körper zu sein, dass das aus mir rauskommt, wie dass ich von außen was nehme. Ja, Genau. richtig cool. Ja. Weil ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wie du sagst. Ich finde das, ich beobachte das ja auch viel, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, weil ich ja mit denen arbeite.
dass genau dieses Gefühl, was innerlich eigentlich ist und was ich nach außen trage, ja eh schon fehlt. Und man verlernt das halt. Und ich finde, Tanzen, ich habe ja auch 2 Jahre Formationstanz gemacht und mache das jetzt immer noch, wenn ich zwischendurch Zeit habe, merke ich auch, dass Tanz mir so weitergeholfen hat, um auch einfach ein Gespür dafür zu bekommen, was mein Körper kann, was ich innerlich zeigen kann nach außen, weil das ja auch was Neues ist. Auf einmal musst du Mimik zeigen, auf einmal musst du irgendwelche Bewegungen machen. Und wenn das nicht aus deinem Herzen kommt, dann merkt der Gegenüber, okay, da ist eine Unsicherheit oder da fühlt man sich jetzt nicht wohl. Also ich finde, das ist auch was Musical, finde ich, damit auch wieder ausmacht, dass man den Ausdruck, finde ich, deswegen finde ich das immer so besonders, wenn du wirklich spürst, dass die Person gerade jetzt in diesem Moment das so ausdrückt, in dem, was sie gerade innerlich spürt. Das ist so faszinierend. Deswegen finde ich das an sich voll wichtig, dass man dieses Gespür dafür bekommen kann. Also von daher kann ich mir das total, voll vorstellen. Aber das stimmt auch total, was du sagst, weil tatsächlich, finde ich, merkt man da auch dann ganz schnell, was ist halt aufgesetzt und was ist wirklich echtes Gefühl. Und das soll ja auch gar nicht irgendwie bewertend sein, weil es gibt natürlich auch Tage, wo man es einfach nicht fühlt. Also das ist einfach so, ne? Man Ja. kann jeden Tag sagen, ich versetze mich jetzt bewusst sofort immer in das Gefühl und es funktioniert. Davon kann man ja auch nicht immer ausgehen. Ja. Aber es stimmt einfach, man merkt den Unterschied. Man merkt den Unterschied. Das stimmt schon. Okay. Aber was machst du mit Kindern, weil du gesagt hast, du beobachtest bei anderen, jetzt will ich das auch wissen, jetzt bin ich neugierig. Ja, sehr gerne. Ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen im Heim tatsächlich. Also ich bin Erzieherin. Ach, cool. Ach, krass, aber auch voll spannend, oder? Ja, es ist ein sehr, sehr spannender Beruf. Also, was ich da so durchmache und was man da so mitbekommt, das ist krass. Und aber ich liebe das. Ich mag das total gerne. Vor allem ja unsere Jugend oder sozusagen einfach die Menschen da zu unterstützen, weil die haben halt wirklich so viel, was sie mittragen aus der Vergangenheit. Und vor allem diesen Prozess zu erleben, auch jetzt wieder, wie du sagtest, in der Rolle, ist es halt bei denen eigentlich wirklich. Wie entwickeln sie sich? Was haben sie am Anfang mitgebracht und wo kommen sie hin? Und wenn du dann Erfolgserlebnisse hast, wo du wirklich merkst, die haben ihren Abschluss geschafft, die haben geschafft, dass sie wirklich zu sich selber finden und dass sie sich mehr wertschätzend und auch mal wieder mehr lachen können und auch den anderen mehr zeigen können, dann ist das für mich immer so ein, ja, ein tolles Gefühl. Und das macht mir einfach Freude, so auch die Menschen einfach zu begleiten und ja auch dem was mitzugeben, was man natürlich auch selber lernt. Ach, voll schön. Ja. Weil zum Beispiel das, also jetzt, wo du das so erzählst, das erinnert mich tatsächlich total auch an meine Zeit, wo ich jetzt unterrichtet habe. Weil ich habe ja auch viel unterrichtet. Und das ist genauso. Also ich habe, ich glaube, mit 16 oder so habe ich meinen ersten Kurs bekommen an der Schule, wo ich auch angefangen habe. Und ich habe da jetzt quasi erst zum Januar dieses Jahr das allererste Mal den Schritt auch gewagt, gar nicht mehr zu unterrichten und all meine Kurse quasi abzugeben. Und wenn ich jetzt überlege, wo ich 16 war, ne? Das ist jetzt 11 Jahre her. 11 Jahre lang habe ich diese Schüler gehabt dort. Wenn ich Ja. jetzt halt zum Beispiel, wo ich dann mich verabschiedet habe, die angeguckt habe, da habe ich echt gedacht, wo sind diese 11 Jahre hin? Und wie krass sie sich entwickelt haben. Also genau wie du sagst, so zu sehen, mit was kommen die an? Wie sind die am Anfang? Und wie sind die, wenn man dann so Ciao, Ade sagt und irgendwie, ja, die dann sieht, wie die einfach Frauen geworden sind. Also total verrückt. Ja. Ja, also Ja. klar, nochmal anderes Voll. Beispiel, das ist jetzt nicht so eine Extremsituation, wie wenn es jetzt um Kinder und Jugendliche im Heim geht, aber der Aspekt, wie du gesagt hast, ist voll schön, das so zu beobachten einfach. Ja. Ja, das Absolut. ist ja. Schon sehr, sehr schön. Wie war das denn für dich, als du gemerkt hast, dass das so, dass dieses Gesamtpaket aus Singen, Tanzen und Schauspielern dann auch beim Publikum ankommt und dass du so deine ersten Fans hattest? Wie war das? Das war schon verrückt. Ja. Ich muss schon ehrlich zugeben, so ganz realisiert habe ich das, glaube ich, noch gar nicht. Also, das fällt mir voll schwer, das auch ein bisschen zuzulassen, weil ich irgendwie merke, dass mich das auch emotional voll mitnimmt. Weil ich dann denke so, hey, das kann doch jetzt, das kann doch gar nicht sein. Also, ich bin da irgendwie noch ein bisschen so, ich merke einfach, dass ich das noch, dass ich da gegenüber voll vorsichtig bin. Also ich merke einfach, dass mich das schon sehr überrumpelt hat, wie schnell das jetzt auch alles ging. Und ich glaube, da brauche ich schon noch ein bisschen Zeit dafür, das einfach so anzunehmen. Wisst ihr, was ich meine? Weil, ja, es ist einfach echt auch für mich persönlich was total Besonderes jetzt gewesen. So das letzte Jahr, wie das jetzt verlaufen ist, ist total surreal für mich.
Und ich bin mir sicher, dass ich das noch gar nicht alles so richtig verarbeitet habe. Also Ja. noch fällt es mir schwer, dann da irgendwie so eine Antwort zu geben, wie ich mich dabei fühle, weil ich es, glaube ich, selber noch gar nicht so richtig weiß. Ja, aber es kann auch sein, also ich weiß es jetzt nicht, aber ist das nicht vielleicht so, wenn du ja Fans hast, dann bist du ja auch so eine Art kleines Vorbild, sage ich mal. Das ist so diese Menschen, die dich bewundern, die schauen auf dich rauf, die möchten vielleicht so sein, die möchten so aussehen, die möchten so tanzen können, keine Ahnung. Kann das sein, dass das vielleicht auch ein bisschen schwierig für dich ist? Oder meinst du, es liegt an was anderem? Ich glaube eher nicht, dass es jetzt der Punkt ist, weil das kenne ich tatsächlich jetzt vom Unterrichten oder von meiner Tanzkarriere davor schon auch. Ja. Es ist quasi schon auch so gewesen. Ich hatte jetzt nicht Fans oder so, aber dadurch, dass man zum Beispiel Schüler hat, merkt man das da schon auch, wie das diese Vorbildfunktion funktioniert. Weil ich hatte mal zum Beispiel, wo ich 21 war. Oder 22, hatte ich zum Beispiel mal so pinkene Haare. Also nicht knallpink, aber so dieses peachy irgendwie so. Und auf einmal, ich weiß nicht, wie viel Prozent meiner Kinder hatten dann so Strähnen und so. Also weißt du, da hat man Ja. dieses Gefühl, so dass man dann eine Vorbildfunktion hat, hat man dann schon schnell gemerkt. Und ich habe dann auch meine Haare ganz schnell wieder blond gemacht, weil das fand ich dann gar nicht cool, dass die Kinder das auch machen. Da war ich voll so, oh Gott, jetzt kommen gleich die Eltern zu mir. Schnell wegmachen. Ja, und ich glaube deshalb, also dass ich jetzt quasi vielleicht wie eine Vorbildfunktion oder so wirke, ist jetzt nicht das Neue für mich. Das Neue ist einfach für mich, dass es halt mit Gesang und Schauspiel so geworden ist. Weil ich halt selber die Einschätzung noch gar nicht hatte von mir. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich halt so gar nicht mir bewusst war, ach krass, okay, das finden Leute jetzt wirklich gut, weil ich habe ja keine Referenz. Also ich kann jetzt ja nicht wie im Tanz meine Entwicklung vorweisen, weil, also, geht's ja jetzt Die ist nicht. ja gar nicht da gewesen. Eben. Und deswegen sage ich ja, also das ist, glaube ich, eher der Punkt, der mich da so ein bisschen so, Okay. vielleicht sogar auch noch ein bisschen so verunsichert, würde ich sagen. Ja. Ja. Ja, doch ist nachvollziehbar, auf jeden Fall. Ja. Ja, ich glaube, vieles kommt halt einfach später, womit man nicht rechnet. Also, ich glaube, wenn man sich, also, das ist ja ganz oft so, man schaut immer wieder hin, okay, was hast du früher gemacht oder was waren deine Unsicherheiten? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mittlerweile mit Leuten auch hier reden kann oder vor ein paar Menschen, dann denke ich mir mal so, hä? Wie geht das? Weil vorher war das für mich immer voll der Angstfaktor. Ich habe gedacht, oh Gott, wenn ich jetzt rede, was denken dann die Leute da über mich? Und wenn du dann erfährst, dass die Leute sagen, boah, voll cool, hast du richtig gut gemacht, denkst du, hä, was ist jetzt los? Voll Ja. surreal, oder? Der Ja, Moment. Man das denkt, ist richtig crazy. ja, voll. Das Voll. kann ich total nachvollziehen. Total. Da Ja. denkt man erstmal so, meinen die das jetzt ernst? Ja. Weil man ist ja selber. Ist man ja mit so einer Situation noch gar nicht konfrontiert worden, ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Tanz irgendwie was höre oder jemand kommt, dann kann ich das anders einschätzen. Also wenn ich ehrlich bin, dann kann ich einfach wirklich für mich entscheiden, okay, wie war's? Was war jetzt nicht so gut? Was war gut? Das kann ich wirklich wahrnehmen. So, aber deswegen verstehe ich voll, weil, also im ersten Moment bin ich immer so. Ja. Ja, ich hatte es auch letztens. Ich war, oder es ist mir jetzt schon zwei oder dreimal tatsächlich passiert. Da war ich an der, im Theater und dann kamen Mädels oder Frauen auf mich zu und meinten so: Bist du nicht die von das Musical? Und ich war so: Ja. Die so: Das ist so toll, was du da machst. Und dann haben wir so Komplimente gemacht und ich war kurz so: Meinen die das jetzt ernst? Meinen die das nicht ernst? Also, ich habe mich natürlich gefreut, auf jeden Fall. Aber es ist so: Man struggelt ja selber immer mit so ein paar Sachen und man denkt sich immer, das läuft gerade nicht so gut. Ich habe gerade vielleicht nicht so viel Zeit, um so viele E-Mails zu schreiben, um meinen Blog auf den aktuellen Stand zu bringen oder was auch immer ist. Und dann kommt halt so ein Kompliment, wo du denkst, das ist schön, dass ihr das so seht, aber ich hätte das jetzt von selber zum Beispiel nicht gesagt oder irgendwie gerade komplett anders gesehen, so, ne? Aber Deswegen. eigentlich auch total krass, dass man das selber dann so hinterfragt, oder? Ja, Eigentlich eigentlich ja auch schon. schade. Ja, wollte ich gerade sagen, eigentlich ja auch schade, oder? Dass man das irgendwie, dass man da, also, ja, ich will es jetzt nicht verallgemeinern, das ist jetzt mit Sicherheit nicht bei jedem so, aber dass es halt echt schade eigentlich ist, dass viele von uns da so unsicher sind und dann sowas in Frage stellen müssen und sagen, Ja. irgendwie so, ja, das ist schon krass, dass man das sagt, aber dass man es selber noch nicht so sieht, oder? Das ist Ja, halt voll. schon.
Ja, ich glaube, das liegt halt daran, dass wir ja, also so geht mir das auch für Arbeit auch immer, oder ist generell im Leben so. Leider ist es so, dass man das, was negativ ist, also das, was man jetzt schlecht sieht oder was man denkt, ja immer schneller im Vordergrund ist als das, was toll ist. Weil ich finde, man legt ja immer den Wert mehr darauf zu gucken, okay, was kann ich jetzt verbessern oder was lief nicht so, anstatt zu gucken, hey, was kann ich eigentlich? Und sich immer wieder darin zu bestärken, finde ich, ist halt viel leichter. Das ist genau wie beim Kompliment geben. Also wenn ich jetzt auf einer Bühne stehe oder wenn jetzt irgendwer spielt oder ich irgendwas mache oder so und ich merke, boah, das hast du voll gut oder nicht, ich finde das voll toll, was er gemacht hat, dann finde ich, kann man den lieber loben die ganze Zeit, anstatt nur zu sagen, ja, das fand ich jetzt schlecht. Deswegen finde ich, mittlerweile ist dieses Kritik geben auch gar nicht mehr Kritik geben, sondern es ist eigentlich immer nur zu sagen, ja, nee, also das kann ich gar nicht, das finde ich total schlecht und das machen wir lieber gar nicht. Anstatt wieder zu schauen, okay, wie kann man denn das jetzt machen, dass der andere noch mehr darin bestärkt wird und vielleicht noch besser werden kann, anstatt immer nur auf diesem Schlechten rumzuhacken, weil ich finde, das mittlerweile, das ist doch so ein Gesellschaftsding geworden, finde ich. Ich finde es ganz schrecklich. Stimmt. Ja. Ja, aber vor allen Dingen auch, dass man quasi dadurch auch angespornt wird, gell? So. Aber Ja. eigentlich total interessant, weil jetzt kommt mir auch der Gedanke, wie ich jetzt halt momentan gerade so mit so Situationen einfach umgehe. Das hat mir zum Beispiel jetzt im letzten Jahr auch total geholfen, ist, dass ich halt versucht habe, trotz alledem, dass das alles so auf einmal dann auf mich kam, dass es quasi, dass ich lerne, für mich selber eine gewisse Distanz dazu zu haben. Also, dass ich quasi weder ein Lob noch quasi eine schlechte Kritik, die jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, fördernd ist, nicht eine Kritik, mit der ich was anfange, dass ich weder ein Lob noch eine Kritik zu nah an mich ranlasse. Dass ich quasi mit der Energie immer von mir ausgehe und bei mir bleibe. Weil, ja, natürlich auf einer Seite, wenn man ein Lob bekommt, freut es einen, aber ich versuche trotz alledem gerade immer so zu denken, dass mich das nicht zu euphorisch macht. Dass ich nicht denke, boah, krass, und bis zum Himmel hoch, weil es, keine Ahnung, Lob wert. Und das so nah an mich ranlässt, dass das mich emotional und energetisch so beeinflusst, dass wenn was kommt, wo ich vielleicht quasi einfach traurig durch werde, wenn ich das höre, wenn das zum Beispiel jetzt natürlich, ich rede jetzt nicht von einer Kritik quasi von der Abendspielleitung oder von der Regieassistenz, sondern einfach irgendwie, wenn irgendwas Blödes passiert, wo du denkst, ah, das hat er jetzt aber dumm gesagt, dass man da vielleicht es dann irgendwie schafft, von außen zumindest, dass man da sowohl ins Positive als auch ins Negative eine selbe Distanz bewahrt, damit man mit der eigenen Realität und der eigenen Wahrheit immer noch bei sich bleibt und es selber für sich einschätzen kann. Also so versuche ich das einfach momentan, dass ich da halt irgendwie mit nicht nur klarkomme, sondern dass ich es einfach auch richtig einordnen kann. Ja, ich glaube, das Nimmst du ist dir ein dann guter. die. Ach so, ja, Nee, sag erst. mach erst du. Nee, ich Das, wollte. Ja. ja. Jetzt war er. So, Lorena, jetzt sag. Also, das ist schon wieder genau das Authentische, was ich immer finde. Ich Ja. lieb's. Genau, ich wollte eigentlich nur fragen, ob du dir dann abends die Zeit dann dafür nimmst, also das so ein bisschen zu reflektieren und zu schauen, was das mit dir gemacht hat oder wie dein Tag war oder wie machst du das? Nee, also ich nehme mir da jetzt, glaube ich, nicht extra Zeit dafür. Ich merke einfach, dadurch, dass ich mir das so jetzt gedanklich die Idee, damit umzugehen, schon in meinem Kopf gepflanzt habe, passiert es eigentlich währenddessen. Also eigentlich passiert es schon währenddessen, einfach aber weil ich halt merke, am Anfang war es halt so überwältigend, dass ich gemerkt habe, das ist irgendwie gerade schwer für mich, damit klarzukommen oder beziehungsweise das halt einschätzen zu können und richtig einzuordnen, dass ich direkt gezwungen war, da einen Weg für mich zu finden. Und mittlerweile würde ich halt sagen, passiert es direkt. Genau. Also quasi schon auch in der Konversation weiß ich schon für mich, für mein Empfinden, für meine Energie, wohin damit. So. Genau. Sehr schön. Aber auch nur, Nee. weil es halt auch so präsent gerade in meinem Kopf ist, ne? Das darf man jetzt nicht vergessen. Also das ist ja einfach eine spezielle Situation und gerade das sehe ich halt als mein Lernprozess und deswegen ist es halt einfach gerade sehr an der Front in meinem Hirn, sage ich mal. Genau. Nee, sehr gut. Ja, nee, ich wollte eben nur gesagt haben, dass es, glaube ich, ein guter Weg ist, das so ein bisschen auf Distanz zu halten, weil ich finde, oft ist so, es passieren Kleinigkeiten und man lässt das viel zu sehr an einen ran. Und auch, was wir eben gesagt haben, dieses Negative, das überwiegt halt so häufig. Es sind, du kannst einen wunderschönen Tag haben zum Beispiel und es passiert ein oder zwei blöde Sachen, worüber man sich ärgert und das überwiegt dann einfach so wieder direkt zum Beispiel. Oder ich finde es mit Social Media ist ganz krass, wenn man da durchscrollt und
Letztens hatte ich ein Video hochgeladen, da kamen nur negative Kritiken zu. Und dann dachte ich mir so, aber also nicht Kritik in dem Sinne, guck mal, das hättest du besser machen können, das ist nicht so gut, sondern einfach nur, ja, das ist schlecht, das ist blöd, das ist, warum guckt man sich sowas an, dies, das? Und ich dachte mir so, ja, danke, so merkt ihr eigentlich, was ihr da macht? Wie, na, also deswegen, Ja. ja, das geht einfach, das verletzt einen und das geht einfach so zu nah. Und deswegen glaube ich, ist das ganz gut, wenn man so ein bisschen das lernt oder übt. Du sagst ja, du bist in diesem Prozess, dass man das so getrennt hält. Weil Ja. ich glaube, sonst bist du irgendwann kaputt. Weil wenn man sieht halt immer häufiger das Negative. Und wenn du immer nur das Negative an dich ranlässt und das so in dich reinfrisst, das ist, ich glaube, das ist nicht gesund. Ja, und ich glaube halt vor allen Dingen auch für einen selber, also das Wichtige für mich war schon immer, bei mir zu bleiben, weißt du? Also es bringt mir ja nichts, wenn ich das von außen bekomme, weil es ist auch immer nur eine Meinung von einer Person. Und okay, vielleicht manchmal bei einer Sache, wie zum Beispiel bei deinem Video, waren es vielleicht mehrere Leute, die derselben Meinung gefolgt sind. Aber trotz alledem hat es für mich, wenn ich jetzt so mal überlege, wenn ich zum Beispiel so eine Situation hatte, hat es für mich auch immer noch was Neues mitgebracht, dass ich halt gemerkt habe, okay, ich muss da bei mir bleiben. Also es hat sonst anders gar nicht funktioniert. Ja, verstehe ich. Aber es ist ein guter Weg auf jeden Fall. Ja, und ich bin jetzt auch kein Profi da drin, also, ne? Nee, Also, aber es geht dich ja auch darum im alles Leben. erklärt an, so, aber ja, man muss Nein, sich da aber. einfach, denke ich, einfach irgendwie so Hilfen geben Ja. und irgendwie so Brücken bauen und gucken, okay, wie ist das für mich? Am besten, ja. Und das Leben ist ja auch ein Prozess. Also man lernt ja immer wieder und erfährt neue Techniken, sage ich mal, wie man irgendwie mit das umgeht und so von dem her. Ja, und ich finde, es ist ja schon auch wichtig, quasi das vielleicht sich selber in so einer Situation kennenzulernen, dass man merkt, okay, wie weit kann ich das zulassen? Also wie weit kann ich was Positives und was Negatives an mich ranlassen? Und für mich ist es jetzt halt gerade, das ist ja das, was ich meinte, ist es halt interessant, dass ich halt lernen möchte, dass ich weder das Positive noch das Negative näher an mich ranlasse. Dass nicht ich sage, das Negative nehme ich mir richtig zu Herzen und das Positive nicht, sondern dass das irgendwie wie so eine Balance gibt. Dass ich das für mich gut filtern kann, dass es nicht mich quasi beeinflusst im Sinne von, dass es mich aus meiner eigenen Energie lenkt. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Das ist sehr viel besser. Ja. Auf jeden Fall, also ich glaube, das ist ja, also weil man darf ja immer nicht, man darf ja nicht vergessen, das ist ja nicht das, was dich ausmacht. Also es ist nicht, es bezieht sich nicht selbst, sondern es ist nur die Sicht oder die Meinung der anderen. Und Von einer Person, das darf man ja nicht vergessen. ja, genau, ja, richtig. Ja, dann haben wir jetzt ja schon so ein bisschen gesprochen darüber, dass du jetzt ja schon in Produktion warst. Und jetzt geht es sozusagen nochmal um deine erste Produktion. Was hat sich jetzt oder ja, was hast du sozusagen mitgenommen aus der Zeit jetzt am Anfang, mit dem du gar nicht gerechnet hättest? Meinst du jetzt die Rocky Horror Show oder die, Ja, genau. Ja, genau. Also jetzt die erste, genau. was ich da mitgenommen habe? Also, was habe ich da mitgenommen? Eigentlich habe ich zwei meiner engsten Freunde als erstes da mitgenommen, weil ich war da in einem Cast Süß. mit einfach so coolen Leuten. Also, egal mit wem ich über diese Produktion spreche, das Erste, was ich sage, ist, ich hatte den geilsten Cast da ever. Also, das war so eine geile Produktion, weil die Leute waren so cool. Also, es war echt, das war der Wahnsinn. Und jetzt, wenn ich halt so überlege, auch abgesehen davon, habe ich schon mitgenommen, dass ich da gemerkt habe, okay, da sehe ich mich schon auch noch. Also es war immer für mich so ein Ding, dass ich halt, ja, so zwei Leidenschaften eigentlich hatte, dass ich quasi tanzen auf der Bühne als Darstellerin und das Unterrichten hatte. Und da habe ich aber dann in der Produktion gemerkt, aha, okay, es gibt vielleicht für mich nicht nur diese zwei Leidenschaften, sondern da kommt auch eine dritte mit zu. Und das habe ich davon schon mitgenommen. Also da habe ich gemerkt, okay, es gibt auch für mich, wenn ich jetzt, obwohl ich da schon viele Jahre so in dem Kreis mit rumgeschwommen bin, gibt es auch noch was, wo ich merke, oh, da brennt aber was in mir, wo ich dann merke, oh, das ist geil. Und das habe ich da mitgenommen, dass ich halt sage, okay, da kommt noch eine Leidenschaft hinzu. Ja. Sehr, sehr Ja, schön. Also war es genau. sozusagen der Durchbruch, kann man sagen. Ja, was heißt der Durchbruch? Auf jeden Fall eher so eine Öffnung zu was Neuem. Ich würde nicht sagen Durchbruch, weil ich finde, Durchbruch, das Wort an sich, ist immer ein bisschen, vor allen Dingen in meiner Situation, schwer zu benutzen, weil das kam ja alles so
Schluss, weißt du? Ja, gut, das stimmt, das recht, ja. Jetzt nicht so ein Moment, wo ich gesagt habe, und weil ich jetzt da bin, war ich. Wisst ihr, was ich meine? Sondern Ja. das, ja, alles eher so im Flow. Und ja, deswegen würde ich eher sagen, das hat mir eher das so eröffnet, dass ich auch für mich gemerkt habe, ah, da gibt es auch noch was anderes. So. Ja, aber voll Ja. schön. Genau, du hast letztes Jahr dann das Cover der Marion übernommen, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Und halt, man sieht dich da auch als Teil des Ensembles, als Tänzerin, das hast du auch gesagt. Was verbindest du denn persönlich mit Robin Hood, mit dem Stück? Nur mit dem Stück, oder? Jetzt halt außer so, ja schon, also jetzt nicht unbedingt das, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, ne? Natürlich deinen neuen Berufsweg und so, sondern was verbindest du wirklich mit dieser Geschichte, vielleicht auch mit den Menschen da, die dort arbeiten oder so? Also eigentlich ist es super interessant, weil das ist ja natürlich auch noch mal anders, je nachdem, als was ich auf der Bühne stehe. Hm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal vom Ensemble ausgehe, was ich ja einfach viel, viel, viel öfter gespielt habe, da verbinde ich tatsächlich echt viel mit diesem, ja, mit der Situation von dieser Gerechtigkeit. Also das spiegelt sich schon auch durch das ganze Stück wider. Aber also ich persönlich sehe mich da brutal in diesen ganzen Szenen, wo dieses Volk so unterdrückt wird und eigentlich doch nur Gerechtigkeit verlangt und die Rechte, die einem zustehen, haben möchte, aber die Mittel noch nicht hat. Also ich finde da in diesen ganzen Situationen, da kann ich mich so gut reinversetzen, weil das bringt so viel von mir selber mit, weil ich immer so das Verlangen habe, wo ich irgendwie in eine Situation geschmissen werde, suche ich immer, wenn es eine Situation ist quasi, wo ich weiß, ich kann was tun, suche ich immer den Weg und die Lösung. Okay, wie komme ich da hin? Also und das finde ich halt zum Beispiel, das verbinde ich total mit Robin Hood. Warum das auch für mich am Anfang so schnell ging, mich da reinzufinden. Weil es halt voll oft diese Situation war, dass es halt um das Thema ging. Was kann man machen? So. Und da merke ich halt echt, das tut, also da merke ich so, da finde ich so meinen eigenen Weg. Und da bin ich dann oftmals vielleicht auch anders wie andere und fahre nicht immer die gleiche Schiene. Aber ich suche trotzdem auch nach einem realistischen Weg, da dabei zu sein, mitschwimmen zu können und ja, irgendwie ein Teil davon zu sein. Mir fällt da zum Beispiel auch immer diese Situation ein bei Freiheit für Nottingham zum Beispiel im zweiten Akt. Da sind alle immer sofort von Anfang an, ja, Robin Hood! Und ich denke mir immer so, Leute, der erzählt irgendwas vom Volk, aber der versteht gar nicht mehr, dass wir überhaupt nicht mehr zum Volk als Geächtete gehören. Also der erzählt irgendwas über Rechte vom Volk, aber wir sind ja nicht mal das Volk. Also ich bin dann immer so, und das merke ich, das bin ich halt selber, ich bin Ja. auch. Ich bin oft so, dass ich das dann hinterfrage, so wie wir es ja vorhin auch gesprochen hatten, ne? Das ist so ein bisschen meine verkopfte Art, dass ich dann immer denke, ja, aber warte mal, warte mal. Also erstmal die Fakten sind die, ne? Ja. Also, wie könnt ihr jetzt einem Wildfremden direkt, der nicht mal checkt, dass wir nicht mehr zum Volk gehören, wie könnt ihr jetzt direkt zu Feuer und Flamme sein, ohne dass ihr je gekämpft habt, ohne dass ihr wisst, wie man mit so Leuten spricht? Also, wisst ihr, Ja. was ich meine? Also, ich bin dann so, okay, grundsätzlich ist super, ist gut, aber lass uns das doch einfach mal durchdenken, ne? Und wirklich mal realistisch sehen. So. Ja. Deswegen habe ich da zum Beispiel bei Robin Hood, ja, einfach in dem Stück und gerade bei Freiheit für Nottingham auch meinen eigenen Weg gefunden, bis wann ich dem Robin überhaupt vertraue. Also braucht bei mir ja schon auch immer länger, weil ich einfach sage, ja, ich will erst wissen, ob der das wirklich ernst meint. So. Aber eigentlich voll schön, dass du so viel von dir in diese Rolle packst. Oder? Ja, voll Aber das muss toll. ich auch sagen. Das ist zum Beispiel auch für euch wahrscheinlich so eine Info, die habt ihr wahrscheinlich noch gar nicht so oft gehört. Wir haben da einfach auch echt von der Regieassistenz und von der Choreografin viel Freiheit bekommen. Also wir haben wirklich viel Freiheit, wie wir das alles aufnehmen und wie wir damit umgehen mit den Situationen bekommen, im Sinne von, dass ich auch das machen darf. Es kann ja auch zum Beispiel eine Anweisung sein, ihr müsst sofort alle für den Robin sein. Nee, im Ja. Gegenteil. Also bei Robin Hood, in dem Stück, sehe ich mich halt voll wieder, weil ich genau das auch machen darf, was ich theoretisch in so einer Situation fühlen würde. Was würde die Lea denken, wenn so einer da reinkommt, den man überhaupt nicht kennt? So, wo man nur die schlechten Sachen gehört hat bis jetzt. Und das ist total geil bei Robin Hood, dass das Kreativteam sagt, Leute, wir brauchen diese Natürlichkeit in dem Stück.
Ja, er ist Auch natürlich schön, wenn du so viel viel mitentscheiden verschiedene darfst, ne? Zeiten. Ja. 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 Voll toll. Ja, und das entwickelt dann ja auch, wie gesagt, erst wirklich das Stück. Also wenn du so viel Freiheit hast, dann kannst du ja wirklich sagen, okay, komm, jetzt probiere ich das heute so aus oder ich fühle mal, wie sich das anfühlt. Und später kann ich dann gucken, okay, wie fühlt sich es dann an? Weil dann wächst du ja auch schon wieder mit. Und dann ist es ja, wie gesagt, wirklich, als wenn du jeden Tag eigentlich sagen kannst, ja, okay, wie fühlt sich denn heute die Lea? Aber wie fühlt sich denn heute auch, ne, meine Rolle so als Person? Also, das ist voll cool. Ja, Also das ist aber und voll interessant, weil tatsächlich merkt man das auch, dass dadurch, dass es so offengelegt ist, gibt es auch unter uns im Ensemble, merkt man richtig auch, wie die Person, zum Beispiel jetzt die ganzen anderen Leute, die um dich herum im Ensemble stehen, was die für Menschen sind. Also durch diese vielen verschiedenen Zweige merkt man auch richtig, okay, wer ist eher so der Anführertyp oder wer ist von den Menschen auch derjenige, der sagt, ich habe ein gutes Bauchgefühl und mein Bauchgefühl sagt, der ist es und deswegen folge ich dem. Weißt du, also das ist so total interessant, weil man lernt einfach echt auch während dem Stück die Leute einfach persönlich kennen, weil wir Ja. eben das persönlich machen dürfen. Krass. Ja, aber es ist auch eigentlich voll schön, weil ich meine, ihr stellt ja ein Volk oder eben die Geächteten dar und das sind ja auch alles Individuen, die jetzt nicht alle die gleiche Meinung haben und sagen, ja, da kommt Robin und wir kämpfen mit ihm. So, nee, das, wie du gerade gesagt hast, das ist ja nicht so. Und Nee, das ist dann natürlich schön, ne? Genau, wenn ihr alle so eure eigenen Sachen mit reinbringen dürft und euch genauso widerspiegeln dürft, wie ihr seid, ist natürlich toll. Es ist schöner, als wenn ihr wirklich alle genau das Gleiche machen müsst. ja, und es stimmt schon auch, dass es halt auch so tagesformabhängig ist, weil ich merke zum Beispiel immer eine Szene, wo ich so richtig mal gucken kann, okay, wie geht's mir heute oder beziehungsweise was fühle ich während der Szene, ist echt auch so zum Beispiel das Finale in Akt 1. Also da merke ich richtig immer, okay, was ist heute zum Beispiel so für ein Gefühl für die Szene. Weil da kann man richtig gut wirklich drauf eingehen und zuhören und gleichzeitig auch drauf reagieren, wie man die Sachen dort findet. Und die finde ich auch jeden Tag unterschiedlich. Also ich würde jetzt nicht sagen, jeden Tag anders, aber ich habe einfach schon oft gemerkt, okay, heute fühle ich das so, morgen fühle ich das vielleicht so. Und es ist wirklich vom Tag abhängig. Krass. Ja. So, genau. Und jetzt tauchen wir noch ein bisschen mehr ein in Robin Hood, weil das ist ja das, was du jetzt auch aktuell einfach machst und was einfach sozusagen deinen Tag so ein bisschen bestimmt hat. Und genau, was waren deine ersten Gedanken oder Gefühle oder Emotionen, als du erfahren hast, wie gesagt, dass du die Marion spielst? Weil das ist ja wirklich, in dem Moment war das ja eigentlich wie so, was? Boah, was waren meine ersten Gedanken? Also, meine Premiere, die war ja ultra kurzfristig. Also, die war ja so spontan. In München ist das ja passiert. Und ich glaube, wir hatten direkt davor um 18:10 Uhr hatten wir noch eine Probe. Ich glaube, im Ballettsaal war das damals. Ja. Und dann haben wir noch irgendwie wegen irgendwelchen Kleinigkeiten, irgendwelchen Positionen und irgendwelchen so Details nochmal gequatscht. Und da wussten wir schon, dass die Sabrina nicht ganz so fit war. Aber ich hatte da, glaube ich, die Angabe, dass ich Standby bin für die Show, dass einfach, falls was passiert, dass ich mich schon mal so ein bisschen mental darauf vorbereiten kann. Was auch super war, weil das war richtig, richtig gut für mich, dass quasi für mich die Ansage schon kam, dass ich Standby bin, weil dann wusste ich, okay, mein Kopf muss sich jetzt einfach wappnen. Und mein erster Gedanke, da kam dann der Michael rein und der hat dann, da war es 18:15 Uhr oder so. Und dann hat er mich nur angeguckt und hat genickt. Und dann wusste ich, okay. Und dann hat er kurz abgewartet, bis die Probe fertig war. Und er hatte eine Ansage gemacht und hat dann gesagt, dass das dann quasi für mich heißt, dass ich heute meine Premiere habe. Und mein erster Gedanke war nur so, okay, durchatmen und Tunnel. Einfach in den Tunnel rein. Fokus musste an und ich weiß auch noch, dass ich dann die Zeit bevor, also quasi noch diese Stunde, bis die Show angefangen hatte, da war ich so ruhig, aber da war ich nicht ruhig, weil ich irgendwie überwältigt war, sondern ich war da so fokussiert, ich musste alles ausblenden und war so in meinem Tunnelblick, dass ich halt gewusst habe, okay, jetzt geht's los. So, jetzt
muss dann alles da sein, so. Hm. Genau. Und das war so mein erster Gedanke, dass ich halt gedacht habe, okay, jetzt ab in Tulum. Alles oder nichts. Genau, ja, wirklich. Das waren so Ja. meine ersten Gedanken, die da durchgeschossen sind. Und dann habe ich echt überlegt, okay, wie so eine Art Uhrwerk muss das jetzt laufen. So. Ich hatte halt natürlich auch das Glück, und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass zum Beispiel gerade die Sabrina, weil sie ja davor ein bisschen krank geworden ist, dass die da so früh schon Bescheid gegeben hat. Das war einfach mein Dusel. Also da war ich so dankbar für, dass ich quasi schon am Morgen die Ansage bekommen habe, okay, du bist schon mal auf Standby. Und da war ich so froh drum, weil es kann natürlich, hätte auch anders laufen können. Hätte auch laufen können, dass ich gar nichts davon weiß. Wisst ihr, wie ich meine? Also. Dann kann man sich ja irgendwie gar nicht darauf vorbereiten, wenn man so etwas kurz vor knapp erfährt, dann denkt man sich auch so, ja, Genau. so, jetzt soll ich es machen und ich habe mich gar nicht irgendwie mental oder irgendwas darauf vorbereitet. Vor allem, viele sind ja auch Kopfmenschen, die vorher nochmal das durchgehen, die irgendwie sich vielleicht nochmal einen Text angucken wollen. Und das hatte ich Die, eben ne? ja. Das hatte ich ja die Ja. Zeit, dann das alles auch nochmal durchzugehen. Und da bin ich richtig froh drum. Also, Ja, ja. glaube ich. Dann war es halt natürlich auch super, zu merken, was für ein eingespieltes Team der Rest schon war. Aber Also, ich. fühlt es dir dann sehr schwer, die Marion durchzuziehen? Weil du bist, warst ja davor die ganze Zeit nur Ensemble und du hast ja diese, du hast die Tanzabläufe im Kopf, du hast ja die Songs im Kopf. Dann wirklich bei deiner Rolle zu bleiben, auch vor allem bei den Szenen, wo jetzt Marion zum Beispiel mit dem Ensemble zusammen singt oder tanzt? Ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht mehr so von meiner Premiere. Da war ich so im Film. Okay. Da war ich so im Film, weil ich halt die ganze Zeit, ich war da so drinnen, ich kann mich, ich, das ist auch das Interessante daran, ich kann nicht mal mehr sagen, wie es war. Ja, krass. Ja. Gar nicht irgendwie, weil ich das jetzt irgendwie so cool dahinstellen möchte, sondern einfach, das war für mich so eine Ausnahmesituation. Die aber trotz alledem, ne, also mit so viel Glück dann doch entstanden ist, dass ich eben diesen Tag davor noch hatte. Dass ich aber trotz alledem, das war so, okay, da ging irgendwie ein Switch an, dann musste das alles durch. Und dann war es aber auch schon rum. Also es war, also ich kann echt gar nicht so viel dazu eigentlich sagen. Also es ist echt verrückt. Ja, Ja. krass. Genau, Marion ist ja auch das Abbild einer Person, die für eben für die Gerechtigkeit in dem Stück kämpft und für das Volk einsteht. Was macht denn für dich Marion besonders und wie viel Lea steckt in dieser emanzipierten Frau? Also wir haben gehört eben, du steckst schon immer sehr viel in die Rollen vom Ensemble, aber wie ist das denn mit Marion? Im Prinzip eigentlich total gleich, weil das ist auch so was, was ich jetzt einfach gelernt habe und gemerkt habe, vor allen Dingen, wo ich die Marion öfter spielen durfte. Für mich macht es keinen Unterschied, ob ich als Rolle oder als Ensemble auf die Bühne gehe. Ich bin einfach ich. Und ich bin in der Situation. Also die Lea ist in der Situation des Ensembles. Die Lea ist in der Situation der Marion. Aber es ist nie so, dass ich sage, ich spiele jetzt die Situation. Deswegen ist da eigentlich auch immer, wenn ich dann, egal in welcher Rolle ich da bin oder im Ensemble spiele, ist für mich einfach total wichtig, dass der Moment, wenn ich auf die Bühne gehe, dass da meine Performance quasi wie beginnt, aber nicht, wie wir vorhin schon gesprochen haben, irgendwas Aufgesetztes, sondern einfach, dass ich mich permanent frage, okay, was würde die Lea in der Situation tun? Und dann merke ich einfach, da steckt schon viel von mir drinne, weil ich mich dann in diese Situation so versuche reinzufühlen, dass ich wirklich oft auch direktes Feedback bekomme und merke, wie würde ich da handeln. Und so entsteht auch die Verbindung bei mir mit der Marion, dass ich halt zum Beispiel gerade bei Entrechtet, Geächtet, wenn ich da rauskomme und das dann sehe, dieses Leid, was die Menschen da haben, Alter, da werde ich fuchsteufelswild. Also, wisst ihr, was ich meine? Da ist es echt so, dass ich dann denke, boah, Alter, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also, Ja, ja. aber ich glaube, das hilft genau in so Szenen, weil Marion regt sich da ja auf. Sie sagt, das kann, die ist die Einzige, die irgendwas dagegen sagt, dass der gerade da seine ganzen Rechte und alles verliert. Und ich glaube, in so Situationen ist das super, wenn man sich da richtig reinfühlen kann und sagt, nee, ich finde das gerade als Mensch komplett ungerecht. Ja. Und dann spiegelst du das ja in der Rolle wieder. Ja. Also, ja. Und es ist auch, vielleicht ist es auch eine gute Situation, gerade das Entrechtet, Geächtet zu nehmen, für die Frage mit dem Ensemble und der Rolle, wenn ich das quasi einmal die Rolle mache und einmal das Ensemble. Also, das ist jetzt nur, was mir jetzt gerade zum Beispiel einfällt. Ich merke tatsächlich manchmal, wenn wir dann
in den Beobachtungssituationen vom Ensemble sind, reagiere ich trotzdem vom Gefühl her ähnlich, wie wenn ich in der Rolle bin. Also zum Beispiel fällt mir jetzt der Moment ein, wenn dann der Sheriff, der Vater der Marion, sagt, verhaftet sie. Ensemblespiel und das höre, da reagiere ich immer so, klar, natürlich verhaftet ihr auch noch. Also, sag mal, hackt's bei euch? Also, so, dann sagt einmal jemand die Wahrheit, Entschuldigung für den Ausdruck, aber dann wird die auch noch zum Schweigen gebracht und die verhaftet man direkt auch noch. So, da bin ich dann richtig so, dass ich denke, sag mal, und wenn ich aber die Marion spiele und dann kommt, verhaftet sie, dann bin ich auch so, das ist jetzt nicht dein Ernst. So, also Gott sei Dank weiß ich im Hinterkopf, okay, das ist mein Vater und der macht das nur, um mich jetzt gerade zum Schweigen zu bringen. Und ich werde nicht wirklich verhaftet, sondern ich werde einfach nur quasi mundtot gemacht. Da kocht es innerlich in mir genauso. Ja, verstehe ich. Oh, voll toll. Ich finde das Ja. super gerade. Vor allem ist es so schön nochmal, wenn man die Rolle spielt, dann euch zu erleben. Wenn man jetzt nochmal hört, wie ihr das dann Ja. selber beobachtet und reflektiert, denke ich mir so, wie Voll. cool ist das eigentlich? Das macht voll Spaß, so zuzuhören. Einfach so, das so. Aber genauso wie du das jetzt sagst, geht es mir ja da dann auf der Bühne genauso. Also, Ja. ich höre das ja und ich merke innerlich in mir, was macht die Lea jetzt? Und jedes Mal, wenn er sagt, verhaftet sie, würde ich am liebsten auf den losgehen und sagen: Sag mal, also, du spinnst doch. Also, jetzt Ja. verhaftest du mich auch noch. Ach, klar, ne? Ja. Passt dir jetzt wieder nicht, was ich jetzt hier sage. Dann hättest du mich anders erziehen müssen, weißt du? Also, irgendwie so. Da merke ich richtig, wie es innerlich in mir so. Ja, krass. Ja, dann kommen wir nochmal zur nächsten Frage. Und zwar, wie nimmst du denn die Entwicklung von Marion und den Verlauf, also die Beziehung zwischen Marion und Robin denn wahr? Wie nehme ich die wahr? Also, ich glaube, so sagen zu können, dass die beiden zumindest auch am Anfang, gerade wo die Marion dann zum Beispiel da diese Hochzeit hat, wo sie so unfassbar jung ist, mit so einem quasi älteren Mann einfach schon, wie der Robin da ist, dass da trotzdem so eine gewisse Art Verbindung schon direkt von Anfang an steht, einfach auf Grund von der Art, wie der Robin direkt bei der ersten Begegnung in dem Schlafzimmer mit ihr umgeht. Also ich zum Beispiel für meinen Teil, wenn diese Ansprache kommt, die er da an mich richtet und sagt, Marion, hab keine Angst, bin trotzdem erstmal erschrocken und bin so, oh Gott, jetzt geht's los. Und denk so, was passiert jetzt mit mir? Oh Gott, was mache ich jetzt? Und dann aber, wie er dann erklärt, wie es ihm geht, entspanne ich mich ja schon und merke schon, okay, okay, der versteht irgendwie komisch. Also ich kenne ihn zwar nicht und der ist viel älter und es ist ganz weird gerade alles für mich, aber irgendwie sagt er gerade Dinge, wo ich verstehe. Und ich glaube, das ist schon so der Grundbaustein, auf dem sich diese ganze Entwicklung der beiden dann irgendwie fortentwickelt. Und ich nehme das einfach so wahr, dass die beiden sich schon auch getrennt voneinander durch diese räumliche Trennung, ne, wenn der Robin dann in den Krieg geht, erstmal natürlich alleine entwickeln, aber dadurch, dass diese anfängliche Verbindung da ist, dass wenn er zurückkommt, dass man ja doch irgendwie weiß, wer der andere ist und was er zu einem gesagt hat und was für ein Gefühl man da kurz hatte, dass man darauf dann quasi versucht, irgendwie trotzdem aufzubauen. Und ich finde, im Laufe des Stücks merkt man einfach richtig, wie die Marion sich da total drauf einlässt und den Robin, weil sie so ungefiltert auch irgendwie ist, genauso wahrnimmt, wie er halt zu dem Zeitpunkt dann ist. Genauso wie sie es ja irgendwie auch geschafft hat, obwohl sie so jung ist, das am Anfang zu tun. Und ich glaube, die Marion ist halt einfach so eine, die quasi neben ihrem Gerechtigkeitssinn und ihrem Drang zu helfen, sage ich mal, auch eine Person ist, der einfach die Menschen total am Herzen liegen. Und bei einem Robin merkt sie einfach, wie viel Potenzial da drin steckt und der einfach nur von seinem Weg wie abgekommen ist. Und dann merke ich so im Lauf des Stücks, wie sehr auch sie sich ihm gegenüber dann doch traut zu öffnen. Ja, das stimmt. Und dann kommt für mich so dieser Moment, wo ich merke, okay, die beiden vertrauen sich einfach. Ja, voll. Das finde ich halt total schön. Und weil dieses Vertrauen dann so gestärkt wird und quasi im zweiten Akt ab Hälfte quasi so immer enger wird und immer größer wird,
merke ich auch einfach, wie die Marion das dann total verändert und nochmal eine ganz andere Stärke und eine andere Seite aus ihr rausbringt. Wenn sie dann am Ende sagt, Leute, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Das hätte sie sich am Anfang ja gar nicht getraut. Da hätte sie ja gedacht, so, ne, da wäre ich lieber weggelaufen, so voller Angst, ja schon, ne? Also, da hat sie ja gar, also Zweifel einfach auch gehabt. Und die hat ja eigentlich Robin Hood ihr ja auch gegeben, die Sicherheit und die Angst auch wegzunehmen, zu sagen, hey, du bist stark und schaffst das jetzt. Und ja. Ja, Ja, und voll. ich finde es halt total interessant irgendwie, dass das am Ende die Marion alleine dann auch nochmal macht. So, also das Ja. ist einer der schönsten Momente auch. Vor allen Dingen packt es mich auch jedes Mal, wenn die dann sagt, ich erinnere mich noch genau an das, was er uns damals sagte. Weil das ist so ehrlich, das ist Ja. von, also das ist auch so gut, weil für mich ist es nicht nur, was er damals gesagt hat, als wir bei den Outlaws waren, weil für mich gibt es diesen Rückschluss auf ganz den Anfang. So sehe ich das auch für mich. Also ich sehe den Robin in dem Moment nicht nur für das, was er den Leuten alles Gutes getan hat, sondern auch für mich. Ich sage, er war so ein guter Mensch. Der Gedanke, den er jetzt hatte, den wir hier aufgebaut haben, der kann jetzt nicht zu Ende sein. Weil ich weiß halt noch genau, was der zu uns gesagt hat. Ich weiß, ihr seid gerade in der Trauer, aber Leute, holt euch das in den Kopf zurück. So. Ja. Ja, voll Ja. schön. Ja, voll auf jeden Fall. Genau, bei dem Song Du bist nicht allein auf dieser Welt ist ja auch, da versucht Marion ja Robin so ein bisschen die Augen zu öffnen. Und da steht, also entsteht, ich finde zum Beispiel eine, so eine Art Cut, so ein kleiner Schnitt. Weil es ist so zum ersten Mal, davor war immer so sehr distanziert zwischen beiden Charakteren. Und am Ende von dem Lied sagt Marion ja, du bist nicht allein auf dieser Welt. Und gibt ihm so, legt die Hand auf ihn und zeigt so ein bisschen, ich bin da für dich. Und er ist ja so, nee, ich will das jetzt nicht und geht so ein bisschen. Ja. Genau, aber da ist so ein bisschen zum ersten Mal, dass diese Entwicklung zwischen beiden sich gezeigt wird und so zum ersten Mal, ich bin da für dich. So, wenn du mich brauchst, dann komm zu mir, rede mit mir. Genau, und wie da, also wie herausfordernd ist es denn für dich, so eine Entwicklung innerhalb von einem kurzen Song zu spielen und das Ganze noch mit Gesang auszudrücken. Also ich muss tatsächlich sagen, dass der Song, der hat so eine Tiefe und diese Tiefen und Höhen, die da drinne sind, die sind in so verschiedene Richtungen, dass das echt am Anfang eine pure Emotionsfahrt für mich war. Also ich musste mich da richtig drauf einlassen, das, was ich singe, auch genauso zu meinen und zu fühlen vor allem. Und ich finde, so quasi der Anfang des Songs ist so, das sind so für mich sind es wie so ein bisschen zwei Hälften. Und zwar versuche ich quasi in der ersten Hälfte, versuche ich es nochmal auf die höfliche Art und nochmal auf die liebevolle Art, ihm nochmal aufzuzeigen und zu erzählen und ihm Mut zuzusprechen, wer er denn ist und sozusagen auch, was denn alles Schlechtes passiert und ob er das alles sieht und wahrnimmt. Und dann aber im Zwischenspiel, wenn er dann sagt so, nee, macht er nicht, dass ich dann da meinen Bruch für mich finde und sage, okay, mir reißt jetzt langsam der Faden. Also, wie oft soll ich noch freundlich und nett auf dich zukommen und hilfsbereit und unterstützend, um dir klarzumachen, wer du bist, was du verändern kannst und wie schlimm das alles ist, was um dich herum passiert, was du doch auch mitkriegst. Wie, also, da reißt innerlich in mir, wenn er dann auch sagt, soll ich so werden wie mein Vater, da merke ich für mich, der checkt überhaupt nicht, um was es hier geht. Und da ist für mich eben dieser Bruch. Dass ich dann sage, ah ja, es ist das, worum es geht. Ach so, jetzt verstehe ich erst, um was es dir eigentlich geht. Aber du bist ja völlig realitätsfern. Meine Realität sieht ganz anders aus. Und die knall ich dir jetzt mal vor den Kopf, mein Freundchen. Also, und dann ist es aber gleichzeitig super interessant, weil dieses Hoch, was da kommt von Emotionen, dass ich sage, ich bin so, ah, check's doch jetzt endlich. Seh's doch mal aus anderen Augen. Dieses Hoch, was da kommt, wird gleichzeitig direkt mit dem nächsten. Du bist der Earl von Huntington und du bist nicht allein auf dieser Welt, direkt wieder ausbalanciert. Also es ist so, trotz alledem, dass ich so aus der Haut fahre, bin ich direkt wieder bei ihm und sag, und genau deswegen bin ich da und sag dir, wir machen das, aber du bist ja nicht alleine. Also das ist total, finde ich auch emotional übel, die Tal- und Bergfahrt, Berg- und Talfahrt so rum. Ja, genau, ja. Ja, weil man muss einfach ihm klar machen, so geht's nicht weiter. Du checkst irgendwie offenbar nicht, um was es da geht.
aber auch nicht zu krass, dass er dann denkt, okay, jetzt werde ich von der auch noch so, ne, weggeschickt oder was weiß ich, mit der Energie so vollgeballert, dass ich das gar nicht mehr annehmen kann. Finde ich, ist echt einer der toughsten Songs zu singen und auch wirklich diese Unterschiede rauszubekommen, dass man sagt, okay, ich hau auf die Kacke, auf gut Deutsch, aber ich bin auch gleichzeitig immer noch diese einfühlsame Person, die das nur macht, um ihm zu zeigen, was dadurch passieren könnte. Ja. Wahnsinn. Schon krass, Also ja. das ist, irgendwie finde ich fühle mich da jetzt gerade selber so rein, wenn man selber Ja. noch mal so den Song durchgeht und selber noch mal überlegt, ach ja, okay, das war die Szene. Ich finde das gerade total schön, so, es ist wirklich wie so ein Eintauchen. Wir können ja Ja, mal voll. schauen. Man bekommt so einen richtig anderen Blick gerade nochmal als Zuschauer. Ja. Also man hat vorher schon so gedacht, bei jedem Mal, wo es man gesehen hat, okay, das ist mir jetzt neu aufgefallen. Das war zwar beim ersten Mal auch schon da, aber ich habe es nicht gepeilt so. Das ist krass. Okay, so sind die Figuren. Okay, das, das. Aber jetzt, wo du es nochmal erzählst, denkt man sich so, ah, ja, krass. Okay. Das Spannende ist ja auch noch, dass das jetzt ja auch nur meine Art und Weise ist. Also das ist halt genau das, wie quasi ja eure Frage auch gerade war, wie macht man das? Da muss ja jeder auch wissen, okay, was will ich denn damit dann sagen? Wollte ich das? Und deswegen ist das ja auch bei jedem nochmal anders. Ja, deswegen macht's ja auch, deswegen ist es ja so spannend. Also, wenn man, deswegen finde ich auch im Podcast, ist es immer total faszinierend zu beobachten, okay, wie geht jetzt die andere Person daran? Wie macht die das und wie denkt die darüber nach? Also auch, was ist denn überhaupt mein Anspruch oder was möchte ich jetzt eigentlich damit ausdrücken, generell als Künstlerin? Also ich finde das so schön und ich glaube, das macht ja auch, also sehen, das ist ja diese Vielfalt im Musical-Bereich, wo ich mittlerweile mal so denke, krass, was die alles ausarbeiten, also was man da für Möglichkeiten hat mittlerweile. Es ist ja wirklich, ich finde es total krass, also Wahnsinn, was sich da entwickelt hat. Ist es, das ist halt auch das Coole daran, dass man da halt auch wieder so viel von sich selber reinbringen kann. Also ich habe das tatsächlich zum Beispiel, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, habe ich das nicht ganz so die Freiheit gefühlt im Tanz zum Beispiel, weil man hat da nicht so viele, sag ich mal, Mittel. Man hat einfach seinen Körper, aber man hat nicht seine Stimme. Man, wisst ihr, was ich meine? Man hat nicht diese on top noch diese Fähigkeit, das zu untermalen, was man da fühlt. Natürlich gibt es das beim Tanz auch, aber ich merke einfach richtig, wie mich das emotional anders erreicht, wie wenn ich jetzt nur Tanz oder ein Musical mache. Also es ist schon ein großer Unterschied. Ja, glaube ich. Definitiv. Ja, dann hast du ja eigentlich schon am Anfang sogar schon die Frage beantwortet und jetzt ja eigentlich auch, weil wir hatten ja die Frage, ob du dich eher beim Musical oder beim Tanzen siehst. Ich höre jetzt eher daraus, dass du eigentlich beides machen möchtest, richtig? Ja, also ich treffe da immer nicht so eine Entscheidung für mich. Also ich sag immer, es kommt so, wie es kommen muss und ich nehme das an, was zu mir kommt. Also bis jetzt bin ich immer gut gefahren in meinem Leben, was zum Beispiel Auditions angeht oder Jobs angeht in der kommerziellen Szene, wenn man da irgendwie auf einem Casting war, dass ich immer natürlich Ziele vor Augen hatte, aber die Ziele nie in Stein gemeißelt habe. Dass ich viel quasi schon so auch ein bisschen manifestiert habe, aber ich habe immer versucht, bei allem was dran zu erkennen, dass selbst wenn es nicht funktioniert, zu sagen, dann war das nicht für mich der richtige Job, aber für die Person, die den gekriegt hat, war es in dem Moment der richtige Job. Und in dem Moment war es vielleicht mein Wunsch, aber es war nicht für mich der richtige Job in dem Moment oder nicht das richtige Engagement oder so. Das hat mir immer total geholfen zu erkennen, wenn dann auch was funktioniert, dass das dann komischerweise doch für mich der richtige Job war, obwohl ich es vielleicht am Anfang nicht so gesehen habe. Also quasi auch wieder so eine gewisse Distanz dazu zu bewahren, dass nicht das, was ich mir selber unfassbar wünsche, dass das passieren muss. Und deswegen ist es auch für mich jetzt so interessant, dass das halt mit dem Musical und mit nochmal einer neuen Bühne quasi für mich auch so irgendwie so überfließt, weil ich würde jetzt nie sagen, ich mache jetzt nur noch Musical. Das würde voll gegen mein Denken irgendwie gehen. Auch natürlich im Hinblick auf das, dass ich sage, mit meiner anderen Leidenschaft, mit dem Unterrichten, ich würde jetzt
nur weil ich im Januar die Entscheidung getroffen habe, meine Kurse abzugeben, würde ich jetzt nie von mir behaupten, ich bin keine Lehrerin mehr oder so. Also, Ja. das wird für mich auch wieder kommen, weil ich merke auch jetzt schon, wie ich das wieder vermisse. Also, es ist einfach so, für mich ist so, das sind wie so drei Kreise, die so, die sind nicht rund, sondern die sind vielleicht auch in sich so ein bisschen gewellt, unterschiedlich dick, aber die überschneiden sich alle. Und mal ist das eine dicker, mal ist das andere dünner, mal ist das andere präsenter, so. Ja, Ja. verstehe. Genau, noch ganz kurz, bevor Lorena jetzt nochmal die Abschlussfrage stellt. Wir hatten ja schon mal über jetzt dein kommendes Engagement, so ein bisschen hattest du schon mal angeschnitten. Darfst du schon sagen, irgendwas? Oder nein? Darfst du denn sagen, wann du die News veröffentlichen darfst? Ja, ich dachte ja, dass das gestern kommt. Aber Das kam nicht. wäre natürlich das Highlight gewesen des Podcasts heute. Ich habe eigentlich gedacht, dass das gestern kommt. Okay, also Aber warten wir leider ab. nicht. Ja, Ja, also leider gut. darf ich, denke ich, da noch nichts sagen, weil ich musste Ja, einfach klar. warten, immer bis das natürlich offiziell verkündet ist. Aber ja, es ist halt natürlich schade, weil sonst hätten wir jetzt hier nämlich einen guten Plausch noch gehabt, gell? Ja, deswegen dachte ich, spreche ich es noch mal ganz kurz an. Aber okay, ja. Wir gucken einfach alle fleißig auf Instagram und dann Ich hoffe aber, dass sehen das bald kommt, weil das geht ja auch wir. schon bald los. Also ich bin so, hallo, okay, dann sagen Ein wir Tag das vorher. vorher. Ja, also ich werde das auch auf jeden Fall sofort posten, sobald wir das Ja, dürfen. auf Da freue jeden ich Fall. mich. Sehr Dann gut. freuen wir uns auf deine neuen News, sage ich. Ja. Auf jeden Fall. Ja, die letzte Frage, bevor wir zu der ja, Blitzrunde kommen, die wir auch immer machen, das ist auch immer ganz cool. Ja, haben wir dich jetzt ja durch das Gespräch und die Rollen schon etwas besser kennenlernen dürfen. Diejenigen, die dich jetzt aber noch nicht so gut kennen, beschreib dich doch mal gerne in drei Wörtern. Oh, da bin ich so gut in sowas. Also ich würde sagen, ich bin offen. Das ist so, denke ich, ein Wort für mich. Ich bin ziemlich energiegeladen. Also ich glaube, das wäre auch sowas, wo ich mir zuordnen würde. Und ich bin verkopft. Ja, Ja. passt doch. Ja. Die drei ist doch Genau. eine gesunde Mischung, oder? Ja, genau. Wir haben jetzt noch drei Blitzfragen. Das ist einfach so, entweder oder. Du musst dich halt einfach entscheiden bei drei Fragen. Genau, also erstens, lieber unsichtbar sein oder lieber Gedanken lesen können? Gedanken lesen können. Gedanken, okay. Frühstück oder Abendessen? Abendessen. Und Realist oder Träumer? Ah, Realist. Realist? Okay. Ja. Hätte ich jetzt auch daraus tatsächlich gelesen. Durch das Verkopfte, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, mega, meine Liebe. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Also ich glaube, wir haben jetzt hier eine richtig, richtig schöne Fragenrunde absolviert. Und ja, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, dass du hier dabei warst und ja, für das tolle Gespräch. Ich danke euch, es Vielen hat richtig Dank. Spaß gemacht. Guck mal, Das ist voll sehr schön. schön. Uns auch.